Ja, hallo Leute, ich bin's mal wieder und heute wird mal richtig interessant. Und zwar in meinen letzten Videos, wie es ja selber ging, es um die flache Erde und da kamen die ganzen Trolle wieder raus und versuchten ihre komische Weltbild der Kosmologie mit diesem Urknall, alles drum dran hier, mir sozusagen was vorzumachen. Problem dabei ist nur, ich kenne mich unglaublich sehr gut aus mit diesem, auch diesem wissenschaftlichen Gedöns, was die uns geben. Das heißt Märchen, muss man leider sagen, Märchen. Und da schreiben die mir irgendwelche sogenannten Trolle, ich sage immer Trolle, weil die wahrscheinlich irgendwelchen Leuten bezahlt worden sind, weil um die Dinge schlecht zu machen, was das ist. Da fragen die mich, ja, du hast doch keine Ahnung vom Urknall, was ist da passiert? Und dann gibt es einen User, fand ich ja super, was der User was da Fragen gestellt hat. Wie hieß er nochmal? Carlos, keine Ahnung. Irgendwas so ein Carlos Mendes, was weiß ich. Und der fragt diesen Typen, ja, wie kann denn, ich frag mal auch, ich bin auch so dabei, die Fragen so, wie ist das möglich, dass aus dem Nichts, wir müssen uns mal vorstellen, die anderen sagen, ja, das ist uralte Theorie. Das heißt, wir reden jetzt mal die Standardmodell. Das heißt, in dem physikalischen Bereich, Astronomie, gibt es so ein Standardmodell, wo sozusagen fast jeder Arschloch da sagen kann, was er will, aber alles nur gelogen und belogen, sage ich mal. Auf jeden Fall ging es darum, dass die behaupten, dass aus einem Uratom, ein Uratom, ihr wisst, was ein Atom ist, das ist so ein kreisrundes Ding mit einem Kern, mit alles drum dran, dann Elektronen schwirren darum, aber das ist ja wieder so ein Schwachsinn, ne? So, aus diesem sogenannten Uratom, wo der explodiert ist, durch Hitzewallung, keine Ahnung, vielleicht hat er seine Periode gehabt, keine Ahnung, jedenfalls hat sich das Ding ausgedehnt. Da fragt dieser Kommentator, wie kann sich etwas ausdehnen, wo es überhaupt nicht mal Raum und Zeit gegeben hat? Das heißt, Raum und Zeit ist erst entstanden, wo sozusagen dieser komische angebliche Uratom sich gespalten hat und sozusagen eine leere Hülle erschaffen hat. Und da drin waren sozusagen das Raum und die Zeit und die ganzen Fragmente von der Materie, die sich dann später angeblich zu Planetensystemen und Galaxien sich entwickelt haben. Und nachher natürlich diese Hintergrundstrahlung mit komischerweise konstanten Werten, was natürlich noch unwahrscheinlich ist. Ich weiß, ich erzähle euch jetzt Dinge, die ihr nicht versteht. Ist auch kein Problem. Ich möchte euch auch nicht wissenschaftlich hier irgendwie niedermachen oder euch mit irgendwelchen belanglosen Dingen hier langweilen. Jedenfalls behaupten diese Leute, komischerweise, die gehen immer an die Leute dran, die mit so einer Materie keine Ahnung haben. Bei mir haben die leider den Falschen getroffen, weil ich mich schon seit Jahrzehnten mit Astronomie, Astrologie, mit wissenschaftlichen Thematik beschäftige. Und ich kenne alle ihre komischen Grundtheorien, alles drum und dran. Und dann muss ich dann irgendwelche Dinger lesen, was die Trolle da reinschreiben. Ja, das passt ja nicht zu der flachen Erde, das passt das und das jenes nicht. Aber was um Himmels Willen hat jetzt hier diese Astronomie oder was die da irgendwelche Lügenmärchen erzählen mit der flachen Erde zu tun? Ne? Die flache Erde gehen ja davon aus, dass die Erde sozusagen, in der wir uns befinden, einfach mit einem Kuppel übergestülpt ist, dass die Sonnen eigentlich gar nicht echt sind, sondern die sind näher dran. Das heißt, das sind ein künstliches Gebilde und dass der Sternenhimmel gar nicht so echt sein kann und einfach eine Simulation ist. So, das sagen einfach eine flache Erde. Die behaupten ja nicht, dass das Ganze Universum jetzt hier, was wir, in dem wir sind, ein Riesenweltall, so, nein, das behaupten die doch, das behauptet sogar keiner. Die Leute behaupten einfach, dass das gar nicht stimmt, was sie erzählen. Weil diese Theorien, was die uns hier vormachen, kann gar nicht stimmen. Auch physikalisch kann das gar nicht stimmen, wenn man ja wissenschaftlich so vorgehen sollte. Das stimmt von vorne bis hinten nicht. Und dann kommen die irgendwelchen Sonnenuntergänge, Sonnenumwände, bla bla bla. Da kann auch, was ich damit sagen will. Leute, ich kenne mich 100% mit diesem ganzen wissenschaftlichen Scheiß aus. Und darum mache ich auch keine Videos darüber, weil das alles gelogene Scheiß ist, auch wenn ich das brutal hier von mir gebe. Und ich sogar überzeugt bin, das ist ja das Krasse dabei, weil ich mich einigermaßen mit dem beschäftigt habe, dass diese Leute so recht haben.
dass wir auf einer wahren flachen Ebene sind, auf dem ein Konstrukt namens Dom mit einem maschinären System hier arbeitet, wo wir alle drin sind. Aber ich will jetzt ja nicht zu religiös werden, was das genau ist. Es sind Ansichten, die man teilen kann, aber auf jeden Fall kann ich jetzt ja behaupten, diese flache Erde mit einem Kuppel existiert wirklich. Und wir leben sozusagen da drin. Diese ganzen kosmologischen Getöns. Also ich denke, das meistens machen die bei Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben. Ne? Also das heißt, ich kann ja verstehen, dass die Menschen auch ein bisschen verschiedene Gedankenmuster haben. Ja, wir leben in einer flachen Erde, alles um dran. Und dann kommen dann irgendwelche sogenannten bezahlten Trolle und behaupten nun, ja, wie kannst du sowas sagen? Unser Sternenhimmel ist so und so, Urknall, bla bla bla. Aber wenn dann solche Leute an mich geraten, die sich unglaublich super auskennen mit der Materie, dann haben die natürlich verloren. Dann hat ein User hier, ein Kommentator, einfach eine ganz normale, billige Fragen gestellt, der leider nicht beantwortet gekriegt hat, warum auch immer. Dann habe ich irgendwelche dumme Fragen gestellt und dann kamen da wieder irgendwelche Dinge von der Raum. Ja, dieses Modell, was früher war, ist schon überholt. Aha. Das heißt, ihr behauptet ja jahrzehntelang, die Urknalltheorie wäre so und so und so. Dann hat das nicht reingepasst, dann habt ihr irgendwelche quantenphysikalische Ebenen reingebracht mit so und so, die Materie entsteht dann aus Inkorrelität, dann kommt das und jene schwarze Materie, schwarze Energie, alles drum dran, diese ganze schwachsinnige Scheiße kann ich nicht mal sehen, ich muss ehrlich sagen. Ne? Und dann kommt, wenn man irgendwas sagt, kommt dann, das ist veraltet, diese Theorie, wir haben das ganz Neues, um Himmels Willen, was erzählt der für eine Scheiße, Alter? Jedes Mal, wenn man deren Theorien denen ins Gesicht sagt, kommt dieser Spruch, ja, unsere Theorie hat sich wieder weiterentwickelt, das ist was ganz Neues. Es gab vorher natürlich, vor dem Uratom gab es natürlich Singularität, es gab Energie, da gab es schon irgendwelche Aufblähungen wie so ein Forts, ne? Also da muss man schon sagen, da kommen irgendwelche mit Inflationsfeldern und Inflationstheorien und so ein Mist da, was man noch innerlich so im Kopf fassen muss. Ich muss ehrlich sagen, im Kopf fassen, wenn ich sowas höre von diesen Laien, die sich eigentlich Wissenschaftler nennen und dann fragen und dann den Leuten, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von Wissenschaft haben, aber deren Glaube durch alte Legenden, durch in alten Bücher, sogar durch die Bibel gesagt wird, ganz einfach jetzt ohne wissenschaftlichen Mist, die Erde ist flach, darum ist ein Kuppel, Gott, jemand hat das Ding erschaffen, aus und Schluss. Warum wollen also irgendwelche Leute, dass die Menschen sozusagen weiterhin irgendwelche Missglauben, was gar nicht stimmt? Weil, Leute, dahinter was steckt, das wird wieder religiös, dann will ich jetzt nicht, ja, okay, religiös, es geht wieder mal um Gott, weil wenn wir, die versuchen ja Gott aus diesem Spiel rauszunehmen, und das haben wir fast geschafft durch ihre ganzen Agenda mit Kommunismus, mit irgendwelchen nationalistischen Scheiße, was die hier reingebracht haben, die versuchen immer wieder, dass der Mensch von seinem Glauben abfällt. Und eigentlich, wenn man jetzt die ganzen Gedöns hier mal weglässt mit flacher Erde, mit irgendwelchen Globus, es geht einfach, dieser Teufel, der diese Welt beherrscht, will einfach, dass der Mensch sich nicht an den höheren Quellen, an den höheren Ebenen, an den Gott alles Seins sich haftet und sich hochzieht, weil sonst würde er sozusagen aus diesem Seelengefängnis rauskommen und der Luzifer, der Teufel, würde sozusagen Leute bzw. Seelen verlieren und am Ende alles dieses abgefickten, Entschuldigung, wenn ich so rede, Seins geht es eigentlich darum, dass die versuchen, jede Seele hier zu halten. Und Gott, ich rede jetzt ganz neutral als Gott, ob Gott der Juden, ob Gott
der Moslems, oh Gott der Christen, eigentlich geht es hier einfach darum, den Schöpfer darzustellen. Und dieser Schöpfer hat uns Sachen, Dinge hinterlassen, Wissen hinterlassen, wie wir sozusagen aus diesem Labyrinth des Bösen rauskommen können. Und die versuchen durch ihre ganze Machteliten, das heißt Menschen, die verführt worden sind, Menschen, denen was versprochen worden ist, Menschen, die ihre Seelen verkauft haben. Diese Leute versuchen uns normalen, ja, unbegabten, gar nicht im Kopf existierenden Gott, sagen wir mal so, das ist, übertreibe ich jetzt langsam, aber ich meine, was ich sagen wollte einfach, diese Leute versuchen uns runterzuhalten. Unser Bewusstsein, das sich eigentlich entwickeln sollte, versuchen sie zu verhindern, indem wir immer noch im Reich des Teufels hängen bleiben sollen. Und dann diese ganzen wissenschaftlichen Gedöns, wo ich mich, vertraut mal Leute, ich habe mich schon Jahrzehnte damit interessiert. Ich kenne Freunde, die Wissenschaftler sind, und die haben mir auch ins Gesicht gesagt, alles nur Schwachsinn. Und darum habe ich mich ja sozusagen an die sogenannte flache Erde-Theorie eingegriffen. Da habe ich auf einmal gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Diese Theorie erklärt eigentlich fast alles. Erstens, es gibt doch keine Beweise, sagen die anderen Seite. Es gibt Beweise, Leute. Es gibt Beweise. Wieso sind das Beweise, wenn Archäologen in 100, sagen wir mal, in 4000 Jahren irgendwas finden, irgendwelche Texte finden und dann sagen wir, ja, das stimmt. Aber wenn es um eine flache Erde geht, wenn vor 2000 Jahren irgendwelche Schriften gefunden würden, wo dran steht, die Erde ist flach, warum wird das denn nicht anerkannt? Wieso wird das andere anerkannt und wieso wird das nicht anerkannt? Steht da euch mal. Es ist einfach etwas, was die wollen, diese dunklen Mächte, die diese Welt beherrschen, mit ihren Lakaien, mit ihren Dämonen, die an der Machtsystem stecken und die Menschheit ins Verderben bringen. So will ich ganz hart reden, ich muss das hart sagen. Und gestern, da muss ich sagen, wenn ich ganz Kommentare lese von irgendwelchen Videos jetzt hier, zum Beispiel bei mir jetzt hier, ja, die Wissenschaft sagt so, es gibt keine Wissenschaft, es hat niemals Wissen mehr existiert. Da, wo wir uns befinden, da haben die Leute recht, wir leben unter einem Koppel, aber man muss auch sagen, es gibt verschiedene Zeitalter, das heißt, es ist wie so ein Kreislauf, in dem wir uns befinden, und dieses Wissen wird von Generation zu Generation wie so ein roter Faden weitergegeben. Und wenn es Wissen oder irgendwelche Erfindungen gibt, das hängt von dem System ab, in dem wir uns befinden. Es hat nie richtig erfunden gegeben, es hat niemals eine richtige Wissenschaft gegeben, es sind einfach Dinge, die schon vorhanden sind, und wenn jemand einen Flux entwickelt, dann sollte das so sein, weil es in seinem Speicher oder in dem Speicher dieser Welt steht, mehr ist das nicht. Und mir kann keiner mehr erklären, dass die sogenannte Urknalltheorie stimmt oder was die immer hier sich immer hier behaupten. Ne? Am Ende muss ich euch sagen, mit tiefster Überzeugung, Leute, mit tiefster Überzeugung, ja, tiefster Überzeugung, es existiert wirklich ein Reich des hellen Lichts. Es existiert wirklich ein Land, ein Ort, eine Stadt, wo wir normalerweise nach dem Tod hingehen könnten. Aber durch diese dunkle Zeitalter, in der wir uns befinden, das heißt, wir sind sozusagen Gefangene hier, und es wird verhindert, dass dieses Wissen, was dieses Wesen mal damals, sagen wir mal, Jesus uns hinterlassen hat, dass wir das erfahren, dass unser Bewusstsein, das eigentlich nur eine vorbestimmte, abgefickte Art ist, sorry, wenn ich so rede, und es geht am Ende einfach darum, dass der Mensch erkennen muss, dass das Leben anders verläuft, dass der Mensch einfach einen göttlichen Ursprung hat und am Ende normalerweise zum Himmel muss, aber die dunklen Kräfte, die gefallenen Engel, die jetzt hier in diesem Zeitalter herrschen, versuchen alles zu verhindern, dass eine einzelne Seele diese Welt verlässt, weil je mehr hier Wesen verlassen, Erkenntnis kriegen und das Wichtigste von Gott auserwählt werden. Es ist keine einfache Sache, hier rauszukommen, Leute. Das ist auch wieder so eine Sache. Man kann nicht einmal sagen, ja, ich glaube jetzt an Gott, ich glaube jetzt an Allah oder ich glaube jetzt hier an Jesus und so. Nee, so einfach ist das nicht. Weil die Bestimmung hängt. Das heißt, dieser Gott
entscheidet, wer die Prüfung in dem Leben bestehen muss. Und diese Prüfung besteht daraus, dass er einen unvorstellbaren, engen Weg gehen muss mit etwas, wo er am Ende eigentlich meistens scheitert. Die meisten Leute scheitern daran, aber diejenigen, die es schaffen und ins das paradiesische Stadt reinkommen, die werden sozusagen auserwählt. Und ansonsten die anderen werden am Endgericht stehen und dann werden wahrscheinlich wieder in diesen Zeitschleife reingeworfen. Wenn ihr meine alten Videos kennt, dann versteht ihr das auch, was ich meine. Ich wollte mich jetzt hier nicht so viel über diese Sachen äußern, aber es geht einfach darum, dass andere Fronten versuchen, Gott, ich sag Gott, aus dem Leben des Menschen zu verbannen. Diese Welt, in der wir uns befinden, hat auch einen Gott, aber nicht der Gott des Lichts, sondern der Gott der Dunkelheit. Lass mal den als Luzifer bezeichnen. Er war ja auch mal einer, der ganz oben im Paradies gelebt hat. Jetzt kommt er ein bisschen religiös, aber er hat entschieden, sich sozusagen aus diesem Ort zu verbannen zu lassen, in dem er irgendwie was, irgendwelche Dinge gemacht hat, was nicht dazugehört hat. Darum wurde er sozusagen in diese dunklen Bereiche des Seins runtergeworfen mit seinen Engeln. Und leider hat er sich sozusagen die Menschen, die hier eigentlich normalerweise ihren Karma durchlaufen sollten, in diesem Zeitschleife, hat er sozusagen jetzt in Gefangen genommen und tut die sozusagen für sich ausnutzen. Er kauft irgendwelche Menschengestalten, die das Wissen haben, durch Geheimgesellschaften, durch irgendwelche Methoden. Und aber was diese Leute, die in der Geheimgesellschaft und die Erkenntnisse dieser Unterwelt haben, die wissen immer noch nicht, dass die nach dem Tod nicht hier bleiben dürfen, sondern die werden in die Hölle kommen. Und ich glaube nicht, dass dieser Herr der Welt irgendwelche Landschaften diesen Leuten übergeben wird, weil die glauben, diese Leute glauben wirklich, wenn die ihre Seele verkaufen, kriegen die alles. Aber der Teufel bzw. die Macht, was dahinter steckt, hat denen doch schon die Macht gegeben auf Erde, Reichtum, ihre Wünscherfüllung, aber wir haben das Kleingedruckte nicht gelesen. Das wird nicht genau und das wird leider nicht für die so klappen, sondern die werden am Ende, wenn die Zeit abläuft, in der Hölle landen und ihre Strafe absitzen. Ich möchte jetzt nicht so religiös sein, so religiös werden, sag ich mal so. Ja, ich sag mal so, das Thema ist natürlich kontrovers. Wenn man jetzt hört, ja, das Universum ist so und so aufgebaut und wenn man ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen Kenntnis hat über das ganze System, ich kann mich ja unglaublich aus mit Astrophysik, mit Quantenphysik, mit was die in irgendwelchen Lügen hier herum erzählen, das habe ich auch irgendwann erkannt und dann kommt irgendwie so eine Theorie der flachen Erde, dann mit Gott alles rum dran, dann denkt man sich, das kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Dann forscht man ein bisschen weiter über alte Kulturen, über irgendwelche Schriften gefunden werden, über Artefakte und die besagen was anderes, was diese Leute hier, als die sich als Wissenschaft nennt, alles gelogen, betrogen ist. Das heißt, am Ende kann ich euch auf jeden Fall sagen, Leute, es existiert wirklich eine Macht, die uns erschaffen hat, sagen wir mal Gott, und es wird ein sehr, sehr schwieriger Weg dahin zu kommen, weil er ist derjenige, der uns auserwählt, diesen Weg zu gehen, diese Prüfungen durchzustehen. Und wenn man das bestanden hat, hat man sozusagen den Schlüssel zum Tor in den Himmelreich. Und die ganze Sache ist komplizierter, als ihr euch denken könnt. Aber eins kann ich euch sagen, diese ganze Gedriss, was wir uns diese Wissenschaft erzählt, könnt ihr euch einfach ins Klo werfen. Okay Leute, das war's heute und ciao.